Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Diablo 3. So, letztes Mal haben wir den Stern untersucht und haben festgestellt, dass da jemand liegt. Den haben wir dann, gerettet und zurückgebracht. Etwas hat sich geändert, so wie man feststellen kann, oder wie ihr feststellen könnt. Es ist jetzt ein 16:9 Bildschirm. Es gibt also mehr zu sehen. Ja, und ich habe gesagt beim letzten Mal, dass wir dann starten und dann erstmal mit allen sprechen werden. Aber wir schauen erstmal, ob da Deckard Cain noch irgendwie ein Buch hat. Nee, schon gelesen. Ja, letztes Mal haben wir unseren Templer bekommen. Mittlerweile Level 9. Und da gab es eine Zeit lang, wo ich nicht mehr hier, beziehungsweise wo ich nicht wusste, was ich mit dem machen sollte. Mit den seinen Skills. Bis ich irgendwann zufällig drauf kam mit der linken Maustaste. Nö, da gibt's nichts zu lesen. Leas Zimmer? Nee, Lea hat auch nichts mehr. So, die sind alle. Die haben nichts mehr zu schreiben gehabt. Gut, dann sprechen wir. Moment, was haben wir in deinem Inventar? Oh, wir haben viel weißes Zeug. Das verkaufen wir zuerst. Ja, meine Hand. Ich habe das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ja, später. Jetzt erstmal verkaufen. Einfach nur verkaufen. So, alles was weiß ist, brauche ich nicht. Ein Stab. Ja, endlich mal ein Stab, aber... Oh, da gibt's magische Zauberstab. Jeder Treffer fügt plus 2 Leben hinzu. Na, das ist doch was. Endlich mein Stab. So, was ist das hier? Unheilvolle Hadlerkugel. Na, mal schauen. So, und der Rest? 37 plus 16 Vitalität. Bewegungsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit. 7% mehr Gold von Gegnern. Nee, jetzt nicht. Gut, der Rest tun wir in der Truhe wieder. Beim letzten Video, da ist es einfach abgebrochen, mittendrin, während ich die Sachen in die Truhe reingetan habe. So, rein damit. Na, da finde ich noch. Die nehme ich mit. Dich nicht, dich auch nicht und dich auch nicht. So, irgendwann, wenn es voll ist, müssen wir wieder das Ganze entzaubern und Essenzen daraus machen. So. Und jetzt sprechen wir mit Deckard Cain. Dies ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. ...375 HP erhalten. Weiter. Ach, das war's? Erzählt noch einmal alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer.
Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen werden mir nicht im Weg stehen. Ich bekomme das Schwert. Neue Questziel. Geht zu den Feldern des Elends. Na, zuerst schauen wir zuerst, ob die was zu sagen haben. Die Horadrim. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum Letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Kane. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Okay, der hat so eine blaue Stern auf seinem Kopf. Okay, der hat noch was zu sagen. Der Erzengel Tyrael. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Doch die Dämonen haben den Pakt eindeutig gebrochen. Warum kann Tyrael jetzt nicht direkt eingreifen? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Hat Lea was zu sagen? Nee. Der Fremde, hat er was zu sagen? Verschwundene Erinnerungen. Fühlt ihr euch jetzt? Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Beruhigt euch. Das Schwert sollte euch helfen, euch zu erinnern. Ja, und ich muss es natürlich beschaffen. Templer, hast du was zu sagen? Nö. Okay. Dann schauen wir mal, was es so noch gibt. Sternwerker? Nope. Die Felder des Helens. Ich höre, zieht ihr in die Felder hinaus. Sie waren einmal ein wunderschöner Ort, bevor die dreckigen Kasra sie mit ihrer Anwesenheit besudelt haben. Tötet ein paar von ihnen für mich, ja? Ja, klar doch. Machen wir. Keine Sorge, das werden wir schon machen. So, jetzt blinkt mir hier das Portal. Friedhof der Verlassenen. Aber ich soll auch zu den Feldern mal schauen, wo die sind. Ups, ups, ups. Ja, okay, sehr weit weg. Dann schauen wir mal, ob ich mit dem Portal was machen kann. Ein mächtiger Gegner erwartet uns.
Ja, ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Oh, da ist er. Und, boah, leckt das gerade, mein Gott, ey. Oh. Wieso? Warum willst du mehr von denen finden? Handschuhe des Fokus. Plus 4 Intelligenz. Na, die nehmen wir doch. Ja, klar. So, das Schrein. Was war jetzt ganz genau? Irgend so ein Schrein. Ich könnte nicht. Schrein des Segens, glaube ich. Ich könnte nicht mehr richtig lesen. Ich habe einfach zu schnell gedrückt. Oh, kommt schon. Geht doch weg. Okay, das haben wir schon alles gehabt. Der tote Dorfbewohner. So, sind hier die Felder? Jawohl, hier sind die Felder. Es leckt ein bisschen. Wenn es hier ein Schwert und es regnet. Dann finden wir es auch. Ja, natürlich werden wir es finden. Aber es leckt immer wieder. Knochenhaufen. Da ist wieder da oben. Ups. Oh, hallo Baum. Oh. Warum macht das der Baum? Neues Wissen. Die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Ich bin darauf reingefallen. Und mein Templer auch. Das war jetzt überraschend. Ach so, Handkraft. Na, die ist ein bisschen besser als meine. Tauschen wir. Oha. Moment, Moment und weg. Ich brauche mehr Arkankraft. Templer, komm da weg. Ich habe nicht genug Arkankraft. Mann, oh Mann, der Templer. Und bleib stehen. Ich brauche Arkankraft. Und jetzt schnell weg. Wow. Das war jetzt ein bisschen, ja, neue Gegner. Muss die Taktik natürlich schon anders sein. Und da sind sie wieder. Oh, das sind die Ziegenmenschen. Das sind die Ziegenmenschen. Ich habe nicht genug Arkan. Ist mal wieder klar, der Tempel muss. Der Tempel muss mal natürlich voll durch die Mitte. Oh. Tierchen. Und bleibt stehen. Und jetzt. Und stirbt endlich. Oh. Das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Neues Wissen. Das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde.
Ja, das sind ganz böse. Oh, und das war gerade eben knapp. Ich weiß nicht, wie viel ich hatte. Ich hatte vielleicht nur 2-3 Leben. So knapp war das diesmal. So, ich würde nämlich jetzt herausfinden, wo das nächste Portal ist. Gold. Und let's go. Und noch einmal. Und stirbt. Robuster Stiefel. Brauche ich nicht. Upsala, da kommen ein paar Stück wieder. Bleib stehen. So. Die haben sich hier drin versteckt. In die Höhle. Jungs, nicht mit mir. Toter Dorfbewohner, der nichts dabei hat. Knochen. Knochen. Das? Oh, das war eine Falle. Ja. Also das nächste Mal, ja. Versuchen wir daran zu denken. Oder ich. Ich versuche daran zu denken. Das sind noch ein paar Stück. So, und Frieden. Und weg mit euch. Und da ist ein Baum. Ich hasse diese Bäume. Oh. Templer, komm da weg. Komm da weg, Templer. Oh, Mann, nee. Also, ich habe dich schon als Nachkämpfer genommen, aber du sollst natürlich nicht blind einfach hineinstürzen. So. Du sollst natürlich nicht blind hineinstürzen. Knochen auf. Also irgendwie. Da ist schon wieder so ein Baum. So, und jetzt kommt der Templer weg. So, der läuft hier so mit der Kugel herum. Ja, durchsichtige Kugel. So. Upsala, das sind ein paar Stück. Jo, und jetzt schnell weg. Ja, ich weiß, Templer. Und weg, 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 weg. Ich brauche mehr Zeit. Ja, hast du mehr Zeit. Weg mit euch. Na, das war jetzt leicht. Was war das jetzt? Was ist denn das? Wanga-Puppe. Ach so, für Echsen-Doktor. Bin ich nicht. Na gut. Okay, die hatten sich hier versammelt, weil... Ha, natürlich, weil eine Truhe da ist. Kurzstab. Aber natürlich, ups. Da läuft man tatsächlich an den toten Dorfbewohner vorbei. Und die haben alle so viel Gold dabei. Ich glaube, das sind Händler. Ja, die wollten hier mit den Ziegenmenschen Geld verdienen. Und dann ging das irgendwie schief. Upsala. Bleibt stehen und weg mit euch. Ich sagte, weg mit euch, nicht kommt zu mir. Ich brauche Arkankraft. Ja, ich weiß. Ich will zuerst sehen, was hier los ist. Tja, die Armen. Ups. Bleib stehen, bleib stehen. Abenteuerlicher Ring. Was bringt er mir? Getötete Gegner. Aber ich habe sowieso keinen Ring, also. Getöteter Gegner. Gewähren 4 Erfahrung. Gut.
Ups. Da ich viele Gegner töten werde, ist es ja nicht schlecht. Ups, da ist nichts. Tja. Bald! Es gibt Bestien, die nur darauf warten, getötet zu werden. Ja, ist ja in Ordnung. Hetz doch nicht so. Der hetzt einfach. So, und bleibt stehen. Ups. Was ist das für ein Ding? Ich warte immer noch. Ja, dann warte doch. Was sind das für komische Frösche? Ich habe nicht genug Arkankraft. Was sind das für komische Frösche? Ist noch nicht lange tot. Tote Dorfbewohner. Wer ihn getötet hat, muss ganz in der Nähe sein. Ja, der ist da unten. Oh, oder so. Ja, ich bin auch geheilt. Ja, ja. Oh, das kann man noch mehr. Upsala. Oh. Die sind brutal, die kleinen Viecher. So, Leute. Bevor wir jetzt hier reingehen, eine kleine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.